So Leute, ihr seht in der Titelbeschreibung, ich habe nochmal War of the Sparks, ein Set, was für mich super, super krass war. Allein wegen ihm, ich habe ihn so geliebt zu spielen, damals im Five Color Checkball. Ja, wir haben Hiri's Stoneblade für 2 Mana Instant bis zu 2 Kreaturen, kriegen +2/+0 bis meines Zuges. Prismite, 2 Mana 2/1, 2 Mana kann man Mana-blieb Farbe bekommen. Wow, das Artwork. Ironclad Crow Ward, 4 Mana 2/5. Wardscale Crocodile, 5 Mana 5/3 mit Hexproof. Tamios Epiphany. 4 Mana Sorcery, man scryt 4 und zieht danach 2 Karten. Toll of the Invasion, 3 Mana Sorcery, eine Gegner eurer Wahl zeigt der Hand offen vor. Ihr sucht eine Nicht-Landkarte davon aus, der Hater muss sie abwerfen mit Amas. Thundering Curator, 5 Mana, 4/5 Trampel. Und wenn ihr ins Spiel wegkommt, kriegt eine Kreatur bis eurer Wahl bis meines Zuges Trampel. Goblin Assailed, 2 Mana, 2/2 nichts. Die Karten fühlen sich komisch an. Battlefield Promotion, 2 Mana, Instant. Eine Kreatur kriegt +1/+1 Marke. Und die Kreatur kriegt Erstschlag bis meines Zuges und die kriegt 2 Leben. Unsere erste Ankam, Bond of Passion. 6 Mana Sorcery, man kriegt die Kontrolle über eine Kreatur bis meines Zuges. Diese Kreatur wird enttappt, sie bekommt Eile. Und ein anderes permanentes kriegt 2, anderes Target kriegt 2 Damage. Rally of Wings. 2 Mana Instant, enttappe alle Kreaturen, die du kontrollierst. Kreaturen, die du kontrollierst mit Fliegen, kriegen +2/+2 bis meines Zuges. Unser Planeswalker ist Nahiri's Storm of the Stone. 4 Mana, 6 Marken. Solange euer Zug ist, kosten Kreaturen mit Erstschlag und Equipfähigkeiten 1 Mana weniger. Minus X, sie fügt einer getappten Kreatur minus X Schaden zu. Und unsere Rare ist Role Reversal. Okay, kenne ich gar nicht. Ein rotes, 2 blaue. Man tauscht 2 permanente, die einen Kreaturentyp gemeinsam haben. Okay, coole Karte. Und Swamp. Und ein Servo. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bis seht. Ciao, ciao.